Hierfür wurde der Begriff Spongy im Englischen erfunden, würde ich sagen. Also die 84 habe ich ja jetzt hier. Und wenn du drauf drückst, ne? Da passiert halt nichts. Überrascht mich. Also ich muss wirklich sagen, vor diesem heutigen Experiment oder der Auflösung des Experiments war ich super skeptisch. Und jetzt gerade war ja sogar hier der Live-Beweis. Ja. Also. Wahnsinn. In 4 Monate? 4 Monate, ja. Ja. Wie man es so gewohnt ist, ne? Das ist auf jeden Fall so, wie man es kennt und so, wie es sein sollte. Meine Nase. Finde ich jetzt tatsächlich weniger intensiv auf den ersten Riecher. Na gut, wir wissen es auch, ne? Okay, machen wir die Augen zu. Ja, gut, jetzt. Achso. Machen wir die Augen zu. Jetzt 84 und 62, oder was? Und? Einmal nicht erschrecken, Nase nehmen. Mhm. Und jetzt nochmal. Die letzt herangeführte würde ich als die feuchte erkennen. Sehr gut, Malte. Und selbst die fühlt sich, ne? Also. Aber man hört. Fühlt sich ein bisschen härter an und. Minimal. Genau, so knistert, so ganz leicht. Da freue ich mich drauf. Hi, ich bin der Mike. Ich bin Malte. Grüßt euch. Hi. Ja, zusammen heute wieder aus dem Wohlfahrtshauptquartier. Wir wollen euch unser Experiment vorstellen und zu Ende bringen. Vor 4 Monaten haben wir angefangen und haben 3 unterschiedliche Feuchtigkeitsstufen vom Boveda-Päckchen genommen und haben aus einer Kiste V Maduro war es, ne? Genau, Serie V Maduro Double Robusto. Mit unterschiedlichen Feuchtigkeitspäckchen zusammengepackt. Der Sinn der Sache soll sein, dass man je nach persönlichen Geschmack große Unterschiede schmeckt, je nachdem, wie ihr die Zigarre lagert. Ich habe jetzt hier die 72% schon angezündet und der Malte hat sie. Ich habe die zusammen mit dem 62%igen Boveda-Pack gelagerte. Und also bei mir ist der Antritt erstmal so, wie ich es erwarten würde. Ist jetzt für mich noch keine große Überraschung. Vielleicht generell vorwegnehmend kann man sagen, dass ich persönlich gerade eben total überrascht war, als ich die das erste Mal wieder in die Hand genommen habe, was da wirklich passiert ist. Also, dass die sich ganz unterschiedlich anfühlen und sogar, wenn man die Tüten aufmacht, dass sie feststellbar unterschiedlich riechen, habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wird kein großer Unterschied sein und muss sagen, nach 4 Monaten werde ich hier gerade schon echt massiv eines Besseren belehrt. Ja, genau. Riechen hast du gesagt, anfühlen hast du gesagt, schmecken müssen wir jetzt rausfinden, indem wir die parallel Dinge rauchen werden. Ne? Ich habe jetzt die 62er mir rausgenommen, dir die 72er hingelegt, dann haben wir beide gleich am Brennen. Die 72er fühlt sich jetzt erstmal auch ganz normal, also gewohnter Geschmack, wie du es auch bei der 62er hast. Also ich stelle gerade beim Anschneiden schon fest, dass es sich ganz anders anschneiden lässt. Das war bei der 62 wirklich, dass man für mich jetzt gefühlt gerade einen stärkeren Widerstand gespürt hat. Man hat den Tabak mehr gehört. Das ist jetzt hier bei der 72er Version war das recht geräuschlos und eine Bewegung wie aus einem Schwung, sage ich mal. Das ist für mich jetzt gerade schon mal der erste Unterschied beim Anschneiden. Und ich bin gespannt, ob es jetzt von 62 auf 72 auch schon einen geschmacklichen Unterschied gleich geben wird. Der Schnitt ist etwas unschöner als der 62er. Also bei der 62%igen ist er richtig schön gerade, tolles Schnittbild durchgegangen. Bei der 72%igen etwas weniger gut. Das ist schon mal eine Sache, die auffällt. Und geschmacklich würde ich auch sagen, gibt es definitiv einen Unterschied. Ich finde die 62%ig gelagerte etwas pfeffriger als die 72%ige. Das ist für mich so das, was mir gerade auffällt als erstes. Ich würde sagen, da müssen wir die 84er dazu nehmen. Ich bin unfassbar überrascht über diese Unterschiede, also auf allen Ebenen. Haptik, akustisch, das Schnittbild sieht anders aus. Geschmacklich bin ich mal gespannt, was jetzt die 84er sagt, ob das jetzt nochmal was ganz anderes werden wird. Ich habe das ja so schon mal gemacht, aber es ist natürlich lange her. Und auch für mich ist das jetzt wieder ganz klar ein Riesenunterschied. Ich würde sagen, die 72er hat bis jetzt so ein bisschen mehr dunkle Aromen und man schmeckt Aromen in Richtung Kaffee. Und bei der 62er ist tatsächlich, was du gerade gesagt hast, dieser Pfeffer. Es scheint
wenn man jetzt davon ausgeht, dass 62er irgendwie trockener abbrennt, vielleicht. Brandannahme und Zug bei der 84er sehr schwer, eben weil sie wirklich absolut vollgesogen ist mit Feuchtigkeit. Das hat man ja beim Drucktest auch total gesehen, dass sie wie ein Schwamm im Grunde ist. Und hier ist jetzt ein super schwerer Zug, schlechte Brandannahme. Dafür hast du mehr Gewicht für dein Geld. Das kann man schon mal sagen, 84% nicht geeignet zur Zigarrenlagerung. Das sagst du jetzt schon am Anfang, wegen der Brandannahme oder auch wegen deines ersten Eindrucks? Gut, das ist ein persönlicher Eindruck. Das ist klar, muss ich dazu sagen. Vielleicht sieht der Mike das anders oder jemand von euch da draußen. Also vom Zugverhalten ist es tatsächlich der beste Zug meiner drei. Also das liegt natürlich jetzt nicht an der Feuchtigkeit, sondern wahrscheinlich an den individuellen Zigarren, die es ja dann doch sind. Ne? Ist ja alles handmade und keine gleich der anderen, aber die hat ein sensationell gutes Zugverhalten. Okay, würde ich mit dir mitgehen, dass ich das auch so definiere. Ich habe das hier nicht so, ich habe hier den wirklich den schwierigsten, also den höchsten Zugwiderstand. Ich meine, wir machen das jetzt vor, weil ich ja in der Vergangenheit festgestellt habe, dass ich damit jemand eine Zigarre schmackhaft machen konnte, die für mich eine sehr, sehr gute Zigarre dargestellt hat und er diese absolut nicht gut fand. Durch das Experiment kam er hinterher auch auf den Geschmack und sagte halt, hör mal, bei einer gewissen anderen Luftfeuchtigkeit schmeckt mir auch diese Zigarre sehr gut. Das wollen wir einfach mal anregen, dass man nochmal seinen Humidor kontrolliert, nochmal in sich geht, welche Zigarre hat mir vielleicht nicht so gut gefallen. Vielleicht probiert ihr einfach mal aus, die ein bisschen trockener, ein bisschen feuchter zu lagern. Unsere Eindrücke sind ja nur unsere Meinung. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, die Boveda-Päckchen gibt es in unterschiedlichen Feuchtigkeitsstufen. Die 84 sollte man jetzt vielleicht nicht zu lange lagern. Ab einer gewissen Luftfeuchte kann natürlich auch Schimmel entstehen. 62 passiert absolut nichts, da kann man sich sicher sein. 72 wird ja sogar empfohlen. Und die 84 einfach mal als Experiment 3-4 Monate ausprobieren. Es ist wirklich unglaublich. Für mich und meinen Geschmack sagt mir die 72-prozentige am ehesten zu. Die 62-prozentig gelagerte ist mir ein Stück weit zu trocken, entwickelt zu viel pfeffrige, für mich ungünstige Aromen. Und die 84-prozentige, ja, die ist halt einfach vollgesogen mit Feuchtigkeit, sehr, sehr schwerer Zug. 72 ist auf jeden Fall meine Wahl, genau. Ich finde auch also wie es abbrennt einfach, ne? Es ist schon extrem unterschiedlich, so wie die Asche ausschaut. Wenn man jetzt mal den Drucktest macht, das ist auch interessant vielleicht, ne? 62 ist natürlich weicher, wo es warm ist. 72 deutlich weicher, umso näher man der Glut kommt. Und die 84 ist ja einfach überall weich und kurz unter der Glut, man sieht jetzt gar nicht genau, wo ist die Glut, weil mein Glutkegel scheint sich innen drin ein Stück weit vorzuziehen und außen gar nicht so mitzubrennen. Aber ist extrem feucht, ja. Ja, fast klamm, ne? Also mir schmeckt 84 tatsächlich auch gut, mich stört das Abbrandverhalten, stört diese lapprige Zigarre in den Händen auch. Und Geschmack finde ich nicht schlecht tatsächlich. Ein bisschen erinnert mich das auch an... Es gab mal die Nap-Café-Serie, die in Aroma eingelegten Blätter und die war auch relativ feucht. So, da hat man das auch recht schnell gehabt, dass man das, also ich hatte das Gefühl, dass die etwas feuchter sind noch, obwohl die eigentlich aus meinem Humidor kamen. Upsala. Hat mir jetzt nicht so zugesagt, einfach auch aufgrund der Aromatisierung. Aber da gebe ich dir recht, dass die wirklich von der Haptik am ehesten an die 84-prozentige herankommt. Ja. Irgendwie, ne? Ja, ich denke, ich werde mich jetzt mal hier an meinen Favoriten halten. Die 72er. Also du meinst, du machst alles wie sonst auch? Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich bleib dabei, ja. Ich nehme die 62 mal, weil ich es interessant finde und sonst wahrscheinlich seltener erfahren werde. Und ich habe auch das Gefühl, die Pfeffer ist ein bisschen zurückgegangen bei 62 tatsächlich. Das war so der erste Eindruck. Und ich meine, gut, wir haben jetzt sowieso sehr viele verschiedene Geschmäcker im Mund, die wir auseinanderhalten müssen. Und ja, bin mal gespannt. Was uns ja gerade eben noch aufgefallen war, bevor wir überhaupt angezündet haben hier im Licht, war wirklich ein Unterschied auch in der, ja, wie kann man es nennen, wie sich das Licht fast reflektiert hat im Deckblatt. Das war bei der 84er am stärksten war ein Glanz zu sehen. Ja. Und in der 62er der geringste Glanz. Da gab es wirklich einen optischen Unterschied. Dir war speziell auch bei der 84er das Deckblatt aufgefallen, dass sich das stärker an das Umblatt anfügt. Ne? Genau, weil es so feucht war, schmiegt es sich besser an und lässt besser die Unebenheiten eines Umblatts erkennen und somit
ist einfach enger, also man konnte einfach besser durchschauen. Und die Öligkeit kommt mit Feuchtigkeit anscheinend deutlich besser zum Vorschein. Ja. Und umso weniger Feuchtigkeit, je weniger Öligkeit, dafür aber eine sehr samte, ne? Also bei der 62 war es ja sehr, sehr edel, sehr samtig, sehr einheitlich sah es aus. Oder genau, sieht das aus. Wahrscheinlich die beste Formgebung, kann man sagen, bei der 62er, ne? Ja. Also und die 84er da so am rustikalsten, kann man sagen. Ja, wenn man das zu Hause nachspielt und man macht das mit einem Partner, so wie wir jetzt, probiert ruhig auch mal aus, dem anderen die Zigarre zu reichen und fragt mal nach und bestätigt eure Meinung quasi, ob ihr das überhaupt schmeckt in dem Moment. Oder im Grunde der Geruchstest mit geschlossenen Augen aus der Tüte heraus, ob ihr da schon was feststellen könnt. Da waren wir ja definitiv der Meinung, dass man das schon... Ja. Auf jeden Fall. Vom Geruch her wirklich unterscheiden konnte. Ne? Genau, gerade die gegensätzlichsten konnte man sehr gut auseinanderhalten. Absolut, ja. Ja, dann würde ich sagen, genießen wir die Zigarre noch ein bisschen. Haben unsere Favoriten rausgepickt. Ich gehe jetzt mal mit der 62, du mit der... Mit der 72. 72. Und dann melden wir uns vielleicht später nochmal. Ne? So können wir das machen. Super. Mich würde ja super interessieren, wie mir deine jetzt schmecken würde, beziehungsweise die 84. Aber ich habe mich ja für die 62 entschieden, weil ich einfach meinen Favorit rausgepickt habe und... Bin ich enttäuscht, der Pfeffer ist deutlich in den Hintergrund gegangen, ein bisschen eine Cremigkeit kommt rüber, deutlich hellere Aromen, wie ich es gewohnt bin von der V. Und mich würde interessieren, ob ihr das ähnlich seht, wenn ihr das Experiment nachmacht, ob ihr einen Favoriten findet, der fernab der normalen Feuchtigkeit stattfindet. Einfach mal ausprobieren, nehmt euch Zigarren, die euch vielleicht sonst nicht so ansprechen oder gerade euren Favoriten, wo ihr denkt, hör mal, ich merke bestimmt keinen Unterschied und glaubt uns, ihr merkt einen Unterschied. Natürlich ganz wichtig, dass es an sich derselbe Blend ist, sprich dieselbe Zigarre. Ich war vorher super skeptisch, habe das nicht gedacht und man wird wirklich absolut eines Besseren belehrt. Es macht mega viel Spaß und macht es nach. Wir wünschen euch da ganz viel Spaß bei und sagen an dieser Stelle ciao, ciao. Macht's gut, ciao.